Bye-bye Deutschland, hallo Ausland. Wer Deutschland den Rücken kehrt und in ein anderes Land zieht, der sollte auch das Thema Steuern nicht außen vor lassen. Möglicherweise können da nämlich noch Steuerzahlungen anfallen. Wenn hier der Wohnsitz abgemeldet wird, gibt es daher einen Fragebogen vom Finanzamt. Denn im Zeitpunkt des Umzugs fällt dann die sogenannte Wegzugsbesteuerung an. Und das Finanzamt überprüft dann in einem mehrseitigen Fragebogen, welche möglichen Gewinne, die jetzt bis zum Zeitpunkt des Umzugs angefallen sind, steuerpflichtig sind. Primär geht es dabei um Anteile aus Kapital- oder Personengesellschaften, also Unternehmensbeteiligungen. Bei den Unternehmensbeteiligungen prüft das Finanzamt, wie hoch ein Wertzuwachs war, nämlich Wertzuwachs zwischen Anschaffung der Beteiligung und dem Wegzug. Und dieser Wertzuwachs, da will das Finanzamt Steuern dafür haben. Thomas Rumpler rät daher, vorab einen Steuerberater aufzusuchen, weil es auch darum gehe, wie viel ist das Unternehmen wert. Und die Bewertung von Unternehmensanteilen kann man vielleicht ein bisschen beeinflussen, wenn man vorher Maßnahmen trifft, damit der Wert sinkt. Übrigens, Umzugskosten seien laut dem Steuerberater immer abzugsfähig, wenn sie beruflich veranlasst sind. Natürlich kann man gegebenenfalls auch einen Umzug ins Ausland abziehen. Allerdings steht er in Verbindung mit den zukünftigen Einnahmen und da ist er eigentlich abzugsfähig in dem Land, wo ich hinziehe. Grundsätzlich gilt, unbeschränkt steuerpflichtig ist in Deutschland der, der hier Wohnsitz oder ständigen Aufenthalt hat. Nach einem Umzug ins Ausland kann aber eine beschränkte Steuerpflicht vorliegen. Beschränkte Steuerpflicht, die trifft zum Beispiel Immobilienvermögen. Also man kann ja wegziehen von Deutschland und weiterhin Immobilienvermögen haben, das vermietet ist. Und dann sind diese Mieteinkünfte beschränkt steuerpflichtig in Deutschland. Man kann auch weiterhin Zinseinkünfte haben, die beschränkt steuerpflichtig sind in Deutschland. Und es gibt vielleicht ein paar andere Sonderfälle. Bei einer beschränkten Steuerpflicht müsse auch eine Steuererklärung abgegeben werden. Weitere Informationen bekommen Sie bei Ihrem Steuerberater.